Bist du jemand, der gerne so alle Charaktere dann auch ausleveln möchte? Und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Dana Kasch und du siehst Disney Infinity. Ich spiele das Playset Rise Against the Empire. So, und ich habe jetzt hier, ich bin noch als Lea unterwegs, ne, wie letzte Folge auch. Ich gucke jetzt mal, hier geht wahrscheinlich die Tür auf. Ja, oder auch nicht. Ich gucke mich jetzt hier mal um. Ich weiß nicht so genau, was ich machen muss. Letztes Mal bin ich aufgebrochen mit dem Millennium Falcon. Wollten wir nach Alderaan, aber Alderaan gibt es ja nicht mehr. Zack. Und ja, jetzt gucke ich einfach mal. Ich kann ja mal schauen. Missionslogbuch. Flucht aus dem Todesstern. Bahne dir deinen Weg durch die Korridore des Todessterns. Finde den Traktorstrahl und deaktiviere ihn. Erreiche den Millennium Falcon und fliehe. Ja, das werde ich machen. Wie du siehst, habe ich tatsächlich die eine Mission bei Jabba habe ich letztes Mal nicht gemacht. Da war auch meine Frage der Folge, ob du immer alle Missionen machst oder wenn du dann merkst irgendwie, das will nicht so vorangehen, ob du es dann lässt. Ich gehöre ja zu den Leuten, die das dann lassen. Ne? Für mich ist Spielen einfach ein schönes Hobby, wo ich Spaß dran haben will. Ich mag mich nicht. Ich mag mich beim Spielen nicht ärgern. Deswegen habe ich ja dann auch Lego Movie zum Beispiel aufgehört. Da kam jetzt die Woche gar keine Folge, sondern da kam Disney Infinity Rise Against the Empire. Wenn du die letzte Folge also nicht gesehen hast, weil du nicht wusstest, dass eine neue Folge kommt, dann kannst du in der Playlist mal schauen. Da ist eine Folge gekommen. Ich nehme immer die falsche Taste, ne? Da ist eine Folge gekommen tatsächlich am Donnerstag, weil Lego Movie nicht so wollte, wie ich wollte. So, und zack. Ich sammle hier die Münzen natürlich wieder ein. Ich möchte ja nach Möglichkeit die ein oder andere Münze mitnehmen. Und jetzt muss ich mal gucken. Hier, glaube ich, kann ich mich, glaube ich, hin verstecken. So, und dann kann ich hier schon vorbeischleichen, weil der soll mich wahrscheinlich nicht sehen, vermute ich mal. So, weiter geht's. Ich weiß gar nicht, ich habe jetzt gar nicht probiert, ob ich den kaputt machen könnte, theoretisch. Wahrscheinlich schon, oder? Aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist ja dann nochmal so ein Überwacher oder Bewacher. Ja, hier, guck mal. Nee, da kriege ich keine, glaube ich nicht, dass das geht. Ich glaube, da muss ich vorbeischleichen. Dann mache ich das auch. Das gibt ja auch coole Stealth-Spiele, ne? Wo man so insgesamt schleichen muss. Ich finde das schön, dass hier so eine Schleich in Anführungszeichen, Mission dabei ist. Also einfach eine Mission, wo man nicht irgendwo reintreten darf. Wo man halt mit roher Gewalt nicht weiterkommt. Ich mag sowas immer sehr. So, oh, cool, ne? Cool, cool, wie das hier aussieht. Guck mal. Das gefällt mir ja. Oh, da ist noch so ein Vieh. Und ja, ich hatte letztes Mal ja, wie gesagt, ich habe die Mission von Jabba letztes Mal nicht gemacht, weil das irgendwie nicht ging. Ich werde das bestimmt nochmal machen. Ich kann ja immer dahin zurückreisen, wurde mir gesagt. Deswegen finde ich das nicht so schlimm. Ich werde jetzt einfach der Story folgen, weil das ist die, was mich an so einem Spiel dann auch tatsächlich mit am meisten interessiert. Deswegen finde ich zum Beispiel auch Toyboxen cool, wo ich eine Story habe oder ja, wo ich eine Geschichte dahinter habe, wenigstens eine kleine. Einmal benutzen. Und Toyboxen, wo es eigentlich nur darum geht, irgendwas kaputt zu machen, finde ich persönlich einfach nicht so spektakulär. Ich weiß gar nicht, wie es da bei dir ist, was du da so am liebsten spielst oder ob du da so gemischt machst. Ich weiß, dass es ganz viele gibt, die machen so Level-Toyboxen. Da gehen die hauptsächlich hin, einfach um zu leveln, ne? Ja, jemand muss dir eine Lektion erteilen, komm her. Also Toyboxen, wo du dann, keine Ahnung, damit deine Charaktere einfach auf Max-Level landen, gibt's ja viele, die das machen. Da habe ich auch schon ganz, ganz viel auf YouTube gesehen. Aber meins ist das tatsächlich nicht. Mir macht das keinen Spaß. Und ja, Spielen ist für mich Spaß haben. Deswegen mache ich so eine Toyboxen eigentlich nicht. Es gab mal Zeiten früher, weißt du, als ich noch jung war
und mehr Zeit hatte, da habe ich wesentlich ambitionierter gespielt. Ne? Da habe ich dann auch in so MMORPGs wirklich Progress geradet und oh oh. Ja, bravo, das war jetzt nicht so klug. Alarm, Alarm. So, und da habe ich dann auch geguckt, dass ich möglichst schnell, möglichst weit level und solche Sachen. Aber ehrlich, ich habe da keine Lust mehr drauf. Ich möchte hier in Ruhe spielen, ich möchte Spaß haben, während ich spiele und ich möchte das Ganze sehr entspannt haben. Und deswegen ist mir das Leveln der einzelnen Charaktere gar nicht so wichtig. So, während ich spiele, level ich die ja auch. Also, weißt, also die wachsen ja. So ist ja nicht, ne? Die werden ja so nach und nach größer, die Charaktere. Und ja, für mich persönlich reicht es so. Apropos wachsen, ich könnte mal in den Fähigkeitenbaum von Lea gehen und mal gucken, was ich da mache. Nochmal maximale Gesundheit, kostet 5. Ich gucke aber mal. Was habe ich denn hier noch Schönes erhöht? Achso, links, links, rechts. Oder links, rechts. Drücke, achso, in der Luft. Links, links, rechts. Ja, komm her, das probiere ich mal aus. Mal gucken, ich merke mir das sowieso immer nicht. Na, aber ich kaufe die mal. Okay. Und weiter geht's. Tada, eine neue Fähigkeit. Und auf geht's. Oh, jetzt wäre ich fast darunter gelaufen. Sehr gut. R2 deutet an, dass eine Stromzufuhr für den Traktorstrahl deaktiviert wurde. Wunderbar. Und jetzt bitte weiter zum nächsten. Alles klar. Ja, ich gehe gleich weiter zum nächsten, wenn ich weiß, wo der nächste ist. Wo soll ich ihn lang? Ich kann hier auf alle Fälle lang. Und ich glaube, das wird jetzt auch meine Frage der Folge, diese Folge. Bist du jemand, der gerne so alle Charaktere dann auch ausleveln möchte? Oder sagst du, ach, das ist mir eigentlich egal. Ich spiele einfach so nur vor mich hin. Schreib mir das ruhig mal unten in die Kommentare, wie du am meisten Spaß am Spielen hast. Jeder macht das ja ein bisschen anders. Und ich bin halt, ja, mir ist so das Leveln und so egal. Wenn du eine tolle Toybox weißt, ne, wo du sagst, oh, das ist aber eigentlich was, so, ah ne, guck mal, da geht's dann hoch. Warte mal, loslassen. Wenn du zum Beispiel eine tolle Toybox hast, wo man dann so leveln kann, kannst du das natürlich auch gerne unten in die Kommis schreiben. Achso, vielleicht gefällt die ja jemandem auch, also, okay. Aber komme ich da hoch? Na, geht's hier hoch? Ach, da geht's hoch. Ah, ich sehe schon. Ach, Mensch, diese hätte ich fast übersehen. Verrückt. Alles klar. Haha, ich bin hochgekommen. Ist ja schon mal nicht schlecht. So, jetzt muss ich da noch rüber. Oh, oh, oh. Na, das wird was geben hier. Oh mein Gott, ey. Ja, aber ich hab's geschafft. Ich lebe noch. Ja, kannst du, aber du müsstest... Leia? Leia? Ach so, ich muss da... gucken, welche Taste ich drücken muss, ne? Nach links wollte sie nicht. Das war die Taste für nach unten. Jetzt hierhin. Wow. Okay, hier ist das nächste. Yay. Sehr cool. Da ist eine... Oh, oh. Oh, oh, oh. So nun nicht hier, Kollegen. Genau, denk mal drüber nach, was du getan hast. Das ist ausgesprochen unhöflich. Und während der so unhöflich ist, laufen hier jetzt auch wieder die Träumergrüße durch. Fühlt euch alle ganz lieb gegrüßt und lieb umarmt von mir. So, wo muss ich denn jetzt hier hin? Badam, 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 badam. Dim, 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 dim. So, da vorne muss ich hin. Ich sage mir jetzt, hier ist noch ein. Die lila Funken brauche ich eigentlich gar nicht, sehe ich gerade, ja. Aber die grünen könnte ich noch nehmen. Alles klar?
Wo bin ich hier? Wo will ich hin? Oh oh. Erbitte Verstärkung. Sende Position jetzt. Nee, keine Verstärkung. Das finde ich doof. Sei auf der Hut. Ey. Los, geh schon. Geh kaputt hier, blöd Mann. Bam, 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 bam. Genau, geh zurück in das Loch, aus dem du gekrochen kamst hier. Geh schon weg jetzt, es reicht mir mit dir. Und was ist mit dir hier eigentlich? Was ist deine Aufgabe? War deine Mutter nicht mal nett zu dir? Hat die dir kein Benehmen beigebracht, oder was? Nee, anscheinend nicht. Hier, und was mit dir, du Blödi? Geh weg. Jetzt geh kaputt hier. Der ruft immer mehr Verstärkung, glaube ich, oder? Nee. Wow. Das war gut, ne? Das war gar nicht so schlecht. Da vorne die Münzen noch einsammeln, glaube ich. Bam, badam, badam. Und da sind noch die grünen Funken, kann ich auf alle Fälle brauchen. Die orangen auch. So und so. Funky, funky. Funky, funky, funky. Und weiter geht's. Oh, oh. Ich habe genau eine Stimme gehört. Oh nein, da kommen schon die nächsten. Ja, hier. Nee, hier. Weg, 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 weg. Na komm schon, geh kaputt und... Aua, 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 aua. Wir laufen Gefahr, übermannt zu werden. Ja, wir laufen Gefahr, übermannt zu werden. Was ist mit dir denn los hier? Komm her. So, war's das jetzt? Nein, aua. Bist du wohl... Also wirklich. So, geh weg. Geh jetzt weg. Und da sind noch mehr. Den noch? Weißt du, jetzt hätte ich den fast mit so einem halben HP hier stehen lassen. Geh weg. Oh, oh. Nächster. So. Da hinten sind noch zwei und den... Komm schon. Hier, du auch noch. So nicht. Und dann bin ich ja auch schon da. Hier. Ach, da. So mit so einem HP, ne? Überlebt er da. Ich glaub's ja wohl nicht, ey. Mission erfüllt. Tada. Ja, meine Gesundheit ist aber ganz niedrig. Ich sehe das schon. Ich will den hier noch. Hallo? Oh nein. Komm schon. Ben? Nein! Lauf, Luke, lauf. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Obi-Wan hat uns alle gerettet, indem er den Traktorstrahl abgeschaltet hat. All denen wird Gerechtigkeit widerfahren, die wegen Vader und des Imperiums leiden mussten. Wenn ihr bei der Flotte sind, wie geht's dann weiter, Euer Hoheit? Jetzt bringen wir den Kampf zu ihnen. Oh, je. Okay, das war's. Wir gehen runter und fliegen über die Oberfläche des Todessterns. Achtet auf Feuer aus den Türmen. Das Imperium wird vermutlich auch Jäger ausschicken, also Vorsicht. Wir müssen den Graben finden, runterfliegen und dann den Wärmeauslass treffen. Das ist leichter gesagt als getan. Der Auslass ist winzig. Und nein, muss ich das machen? Ich habe überhaupt gar keinen Plan hier. Oh Gott. Okay, ich schieße, ich schieße, ich schieße. Oh, 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 oh. Da auch noch. Oh, oh Gott. Oh mein Gott. Geht alle kaputt. Ich, oh, ich will bitte aber nicht kaputt gehen. So, ah, da, da. Ja, alles klar, ich zerstöre es. Oh, 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 oh. Gar nicht so einfach. Ich kann sowas doch auch immer nicht, Menno. Ich wollte so schön jetzt hier abmoderieren, die Folge. Und wollte sagen, ja, wir sehen uns dann nächstes Mal wieder. Aber, das war immerhin gut, ne? Aber anscheinend... Okay, beschützen. Die Roten abschießen am besten. So. Ich... Oh, oh, da, 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 da. Gehst du kaputt.
Ja, cool. Das war übrigens immer in dem Film die Lieblingsstelle meines Bruders. Das hat er am allerliebsten... Oh, schade. Das habe ich nicht erwischt. Am allerliebsten geschaut. Oh. Da, noch einer. Komm, noch einer. Ich kann gar nicht abmoderieren. Jetzt geht die Folge dann ein bisschen länger. Weil das muss ich jetzt nochmal... Oh, guck mal, das war spitze, ne? Wir sind der Meinung, das war spitze. Hurra! Weg da. Was hier weg da? Was soll ich machen? Oh, oh. Ach so, ich muss jetzt einfach... Oh, oh. Ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Oh! Jäger kommen näher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist aber... Da musst du ausweichen, ne? Naja. Okay. Oh! Oh ja, beschützen finde ich einfacher. Auf geht's. Auf geht's. Einmal und nochmal. So. Hurra! Yeah, nächster Level. Cool. Und die gleich hier kaputt schießen. Komm, die drei hier beschützen. Das kriege ich wohl hin, ne? Hoffe ich mal. Oh, nochmal drei. Eins. Zwei, drei. Oh, 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 nein. Ich glaube, der hat einen von unseren erwischt. Scheiße. Das war nicht der Plan. Ja, aber reichte noch für einen Spitze, oder? Reichte für einen Spitze. Oh nein, weiche aus ist wieder doof. Okay. Weiche aus ist blöd. Aber ich werde mich bemühen dieses Mal. Vielleicht kriege ich das besser hin. Oh, oh. Okay. Deflektoren stabilisieren, auf feindliche Jäger achten. Ja, auf feindliche Jäger achten. Ich, oh, ich sehe nichts. Oh, 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 oh Gott. So. Oh, wow. Das ist ja echt lustig, ey. Cool. So, nu. Oh, da werde ich jetzt wieder. Alles klar. Nee, du hast mich nicht. Ich bin hier. Guck mal, ich mache hier solche Sachen. Voll verrückte Sachen mache ich nämlich. Und dann kannst du das gar nicht mich treffen. Wie, das war schlecht. Ich habe mir Mühe gegeben. Torpedo abfeuern. Juhu! Das war einzigartig. Die Macht wird mit dir sein. Immer. Ja. Naja. Naja. Aber guck, beschützen kann ich am besten. Cool. Ein Teiljäger gibt's. Der Todesstern wurde zerstört. Aber egal. Er war nur ein Mittel zum Zweck. Eine Möglichkeit. Diese unbedeutende Rebellion zu beenden. Die Entdeckung des Sohnes von Skywalker hingegen ist in der Tat eine sehr interessante Entwicklung. Wenn wir ihn auf die dunkle Seite locken könnten, my Lord. Vielleicht. Aber wenn nicht, muss er vernichtet werden. Ja, mein Meister. Wieder ein warmer, kuscheliger Morgen auf Hoth. Atme die trockene, klirrende, kalte Luft ein. Beschwer dich so viel du willst, Han. Aber wir verstecken uns schon seit Monaten in dieser Ödnis vor dem Imperium. Ich trenne dich ja nur ungern von deinem Freund hier, aber es gibt noch viel zu tun. Diese Basis läuft nicht auf Autopilot. Genau, diese Basis läuft nicht auf Autopilot, aber... Ja. Nicht viel Zeit, also beeil. Ja, also beeil dich, sagt er. Ich möchte dir den Rest der Basis zeigen, aber das Hangartor ist zugefroren. Niemand kommt rein oder raus. Okay. Geh und finde einen unserer FDP-Türme. Nutze ihn, um das Eis zu sprengen.
Das werde ich machen. Allerdings mache ich das erst in der nächsten Folge. Mensch, das war ja heute richtig Action und Spannung. Und guck mal, da oben sehe ich schon eine Münze flattern. Ich bedanke mich jetzt sehr dafür, dass du mich begleitet hast. Und ich hoffe natürlich, dass du auch in der nächsten Folge wieder mit am Start bist. Bis dahin wünsche ich dir eine schöne Zeit und sag ciao, ciao, deine Damakash.